Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unseres TV38 Entscheider Talks. Hier sprechen wir ja mit Menschen, die mit ihren Teams dafür arbeiten und auch entscheiden, was in unserer Region passiert. Heute begrüßen wir bei uns im TV38 Studio Wolfsburg den Dezernenten für Digitales und Wirtschaft der Stadt Wolfsburg. Zugleich ist er Geschäftsführer der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH, kurz WMG. Herzlich willkommen, Jens Hofscheuer. Vielen Dank für die Einladung. Ein herzliches Willkommen auch von mir, Herr Hofscheuer. Als ich mir Ihren Lebenslauf angeschaut habe, habe ich überrascht festgestellt, dass Sie wie ich gebürtiger Emsländer sind. Ich bin aus Papenburg, aus dem nördlichen Teil, Sie aus dem südlichen Emsland, aus Lingen. Was hat Sie nach Wolfsburg und in diese Region verschlagen? Da muss ich etwas weiter zurückblicken, aber dennoch sehr erfreulich zurückblicken. Meine Frau und ich haben zusammen in Osnabrück studiert und meine Frau ist Lehrerin und es führte dann tatsächlich das Referendariat hier in diese Region. Und für uns war die Fragestellung als Familie relativ einfach. Wenn sie ihr Referendariat hier macht, ziehe ich natürlich mit. Und ja, seitdem sind wir begeisterte Bewohner in dieser Region und freuen uns tatsächlich hier zu sein und haben jetzt seit gut, ja, schon fast 20 Jahren sind wir hier in Wolfsburg und der Region. Ja, und seit Februar sind Sie Dezernent für Digitales und Wirtschaft hier in Wolfsburg. Ihr Traumberuf? Traumberuf ist tatsächlich ein großer Begriff, aber ich muss offen gestehen, ich hatte immer das Glück bislang, dass ich auf der einen Seite mit tollen Menschen arbeiten durfte und immer die Aufgaben gefunden hatte oder habe, die mir wirklich viel Spaß bereitet haben. Und so kam dann eins zum anderen, begann ja auch mit meinem Studium. Ich habe ja in Osnabrück Wirtschaftsgeografie studiert und folglich war es dann auch klar, in diesen Wirtschaftsthemen Fuß zu fassen, aber auch in Richtung Kommune, also genau in diesen Zwischenbereichen tätig zu sein. Und ja, die Aufgabe jetzt Wirtschafts- und Digitaldezernent der Stadt Wolfsburg sein zu dürfen, ist dann endlich logische Konsequenz gewesen. Es ist ein schöner weiterer Schritt, der aufbaut. Und wenn man Fazit ziehen darf, ja, es ist schon nah am Traumberuf. Trotzdem nochmal nachgehakt, auch ein Traumberuf, Ihr Dezernentenjob in diesen wirtschaftlich schwierigen und angespannten Zeiten, oder ist das gerade der Reiz? Ja, über die Rolle vorher bei der WMG und jetzt immer noch bei der WMG kenne ich natürlich die wirtschaftlichen Grundparameter unserer Stadt, aber auch unserer Region sehr gut. Und am Ende ist es ja nicht die wirtschaftlich anstrengende Zeit, die diese Aufgabe reizvoll oder nicht reizvoll macht, sondern ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen, sehr gerne mit Unternehmen zusammen und will immer gerne Teil der Lösung sein. Und vor dem Hintergrund ist es gerade jetzt eigentlich spannender denn je, diese Rolle auszufüllen und zu versuchen, gemeinschaftlich was Gutes für diese Region zu tun und letztlich auch diese Prosperität der Region und unserer Stadt weiter voranzubringen. Nach dem Amtsantritt als Dezernent sind Sie weiter Geschäftsführer der WMG geblieben, der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH. Was treibt Sie an, diesen Job auch noch weiter auszuführen? Immerhin, wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja auch schon ein Fulltime-Job. Ja, Herr Stricker, das war tatsächlich und ist immer noch eigentlich ein Fulltime-Job, weil die WMG eine sehr starke und tolle Gesellschaft ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ja hier bei der WMG auch gelungen ist, vier Aufgabenfelder in eine Tochtergesellschaft zu überführen, was viele andere Städte gar nicht schaffen. Also viele andere Städte versuchen es, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus unter ein Dach zu bringen. Nur es gelingt aus unterschiedlichen Gründen nicht. Die unterhalten dann zwei oder drei Tochtergesellschaften und insofern ein in meinen Augen tolles Beispiel für Zusammenarbeit, für Synergien ziehen, für Effizienz. Und vor dem Hintergrund ist es eigentlich eine charmante Konstellation, auch über das Wirtschaftsdezernat im Rathaus weitere Synergien zu heben, die Qualitäten der Tochtergesellschaft zu nutzen und idealerweise kraftvoller zu sein. Effizienz ist auch ein Begriff, der uns stetig begleitet und ich sehe eine besondere Chance darin, auch hier, den Charme der Geschwindigkeit wieder neu zu entdecken, auch für verwaltungsseitige Leistungen, gerade zugunsten unserer Wirtschaft. Wenn wir uns die WMG mal genauer anschauen, welche Aufgaben sind es, die Sie da hauptsächlich beschäftigen? Ja, ich Sie persönlich? Mich persönlich, ja. Die Aufgaben der Gesellschaft hatte ich ja gerade schon kurz angerissen.
persönlich als Geschäftsführer sind Sie natürlich für das gesamte Unternehmen verantwortlich und berichten im Aufsichtsrat. Da geht es um Haushalt, da geht es um Personal, da geht es um Strategie, da geht es eigentlich ums große Ganze. Ja, wie positionieren wir uns als Gesellschaft und wie schaffen wir es eigentlich auch, als Arbeitgeber attraktiv zu sein und letztlich auch, ja, auch zu begeistern. Ne? Also nicht nur für die Stadt zu begeistern, unseren Auftrag als Stadtmarketinggesellschaft zu erfüllen, sondern letztlich auch als Arbeitgeber ja, voranzugehen. Und da hat die Geschäftsführung sicherlich immer eine besondere Rolle. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass wir bei der WMG ein starkes Team haben, auf das ich immer zählen kann. Und vor dem Hintergrund macht es ja unfassbar viel Spaß, diese Aufgabe ranzugehen. Aber Geschäftsführung bleibt natürlich eine Geschäftsführungsaufgabe, insofern persönlich immer noch gefordert, wenngleich jetzt aktuell im Nebenamt und das Hauptamt im Rathaus was ebenfalls fordert, klar. Ihr Chef, Oberbürgermeister Dennis Weilmann, war ja auch mal Geschäftsführer der WMG. Führen Sie sein Erbe fort oder setzen Sie ganz andere Schwerpunkte und Akzente? Ja, sein Erbe ist ja mein Erbe in Anführungszeichen mit, weil wir haben ja 2018 gemeinsam die Geschäftsführung übernommen. Als er in das Dezernat gewählt wurde, also sprich als Dezernent bestellt wurde, ist er parallel dann Geschäftsführer mit mir zusammen geworden. Er hat es im Nebenamt gemacht, ich hauptamtlich. Insofern haben wir die Philosophie, wie wir die WMG aufstellen wollen, ja ein Stück weit gemeinsam erarbeitet. Und vor dem Hintergrund sehen wir eigentlich beide die Stärken auch dieser Gesellschaft, die wir ja zugunsten der Stadtentwicklung auch einbringen wollen. Und ja, ich meine, ich bin jetzt seit 10 Jahren bei der WMG tätig und ich glaube, ich kenne die Gesellschaft sehr, sehr gut mit all ihren Stärken, mit all ihren Potenzialen und aber auch tatsächlich mit diesen unfassbaren Qualitäten, die die Mannschaft als Kollektiv auch bringt. Welche Potenziale sehen Sie da vor allem, wenn Sie 3 nennen müssten? Oh, wenn ich 3 Potenziale nennen müsste für die Gesellschaft, das ist tatsächlich, dass wir auf der einen Seite natürlich als Tochtergesellschaft manchmal schneller sein wollen, als es dann möglich ist, weil, ich sag mal, auch formelle Themen, vielleicht auch Bremsen, das schafft dann ja, sozusagen so ein bisschen Entschleunigung. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir über dieses Thema der Vernetzung, der Synergien noch stärker werden können. Also das Potenzial, was ich meine, ist eigentlich keine Schwäche, sondern ganz im Gegenteil, das ist, dass wir die Qualitäten, die dort vorhanden sind, eigentlich noch verbessern können und noch stärker heben können. Und ja, das treibt mich ja persönlich auch an. Kommen wir zum Dezernenten. Ist es hilfreich oder vielleicht manchmal auch anstrengend, dass ja, der Oberbürgermeister Dennis Weilmann sozusagen auch einmal Dezernent für Digitales und Wirtschaft war? Anstrengend ist der falsche Begriff. Also ich glaube, ich würde das immer als Vorteil auch sehen, dass er genau weiß, welche Dinge konnte er damals bewegen, an welchen Stellen war es auch schwieriger. Insofern gibt es auch einen Austausch da auf Augenhöhe und wir versuchen auch immer zum Wohle der Stadt unsere, ja, ich sag's mal, die Themen, die wir gemeinsam auch sehen, Kontext Smart City, wir sind ja Smart City Modellstadt, dass wir an der Stelle, ich sag mal, in die gleiche Richtung blicken. Und das finde ich unfassbar wertvoll. Von daher an der Stelle großer Vorteil. Also hilfreich. Ja, total. Genau. Smart City vielleicht mal ganz kurz erklärt für unsere Zuschauer. Was ist so die Hauptinhalte? Ja, wir haben uns erfolgreich beworben als Stadt Wolfsburg für ein Bundesförderprogramm, wo wir entsprechend, ich sag mal, Smart City Themen, das hat nicht unbedingt zwingend was mit Digitalisierung zu tun, sondern wir reden auch viel über Sensorik, wir reden über Ampelschaltungen, über diverse Techniken, wir reden über dann aber auch dann klar über digitale Tools im Stadtbild, die wir versuchen wollen gemeinsam umzusetzen, einfach smarter werden. Und dort sind wir gemeinsam mit dem Team, also mit dem Referat 35, so heißt es dann im Organisations- und im Organigramm der Stadt Wolfsburg, Wirtschaft und Digitales mit dem Dr. Hemm gemeinsam unterwegs und versuchen einfach, die Stadt smarter zu machen, als Vorreiterstadt auch zu positionieren und damit auch lebenswert zu machen. Digitalisierung, Herr Hofschröer, ist ein Schlagwort, mit dem sich viele Politiker und Verwaltungen gerne schmücken. Oft drängt sich aber der Eindruck auf, viel Ahnung auf dem Gebiet haben nur sehr, sehr wenige. In vielen Kommunen hapert es ja alleine daran, Schulen ans schnelle Internet, ans Glasfasernetz anzuschließen. Auch wenn wir uns ganz Deutschland betrachten, sind wir als Land ja schon ziemlich weit hinten dran, verglichen etwa mit Ländern wie Litauen. Woran liegt das und wo sehen Sie Wolfsburg? Digitalisierung ist ja im Moment in aller Munde, das auf jeden Fall. Jeder möchte digital sein und fühlt sich damit eigentlich vorne. Ich glaube, dass wir Digitalisierung nicht als Buzzword begreifen sollten, sondern tatsächlich als Mittel zum Zweck. Es soll ja
ein Teil einer Lösung, einer Verbesserung sein. Und jedes digitale Projekt fängt eigentlich analog an. Das heißt, wir haben eine Problembeschreibung und versuchen sie oder diese Probleme auch zu lösen. Und mit technischen Mitteln gelingt das in der Regel besser oder auch zumindest hat man damit dann Chancen, einfach Sachverhalte zu vereinfachen. Und ich glaube, das muss auch nach wie vor uns antreiben, dass es uns einfach gelingt, mit Hilfe technischer Unterstützung Probleme zu lösen zugunsten der Menschen. Und ich glaube, wenn wir an der Stelle diese Messlatte legen, dann haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Es gibt viele Projekte und Prozesse, die wir beschleunigen können, vereinfachen können. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir im Bereich Digitalisierung irgendwie ganz weit hinten sind. Das wäre auch fatal, weil es einfach nicht stimmt. Sicherlich in einem Vergleich auch mit anderen europäischen Ländern muss man schon sehen, dass wir ein Stück weit gefühlt im Hintertreffen sind, weil wir manchmal nicht schnell genug zu sein scheinen. Und ich habe das vorhin schon gesagt, ich glaube, den Charme der Geschwindigkeit mal wieder zu entdecken, das ist das, was sicherlich nicht ganz verkehrt wäre. Wie schnell ist Wolfsburg und wie kann Wolfsburg schneller werden? Ist Wolfsburg schneller als andere Kommunen in der Region, als Braunschweig, Salzgitter? Na, ich glaube schon, dass wir eine gute Grundaufstellung haben, die sicherlich dazu beiträgt, dass wir schnell sein können. Ich meine, beim Thema Breitbandausbau geben wir gerade richtig Gas, versuchen jetzt auch über die grauen Flecken, über die graue Fleckenförderung wirklich das gesamte Stadtgebiet dann auch ans Breitbandnetz angeschlossen zu haben. In meinen Augen einer der wesentlichen Standortfaktoren auch der Zukunft. Und insofern werden wir an der Stelle schon schnell und ich bin mir sicher, dass wir das in anderen Themen auch tun. Sie haben Breitband eben schon gesagt. Welches sind Ihre drei Digitalisierungsziele für die nächsten drei oder mehr Jahre? Ganz kurz. Ja, Breitband tatsächlich einer der entscheidenden Themen. Aber wir reden ja auch über Verwaltungsmodernisierung, einer der großen Themen, die auch bei mir im Dezernat liegen, weil es geht ja nicht nur um Wirtschaft und Digitales, sondern auch das zentrale Organisationswesen liegt in meinem Zuständigkeitsbereich. Und wir haben jetzt die Aufgabe vom Rat der Stadt Wolfsburg übertragen bekommen, auch die Verwaltungsmodernisierung anzugehen. Und ich glaube, dass auch an diesem Aufgabenfeld viele Schlüssel auch im Kontext der Digitalisierung zu finden sind. Nicht nur zu suchen, sondern wir werden sie dort auch finden. Und insofern wollen wir an der Stelle einfach schauen, die Chancen der Digitalisierung für uns zu nutzen. Zum Abschluss unseres Gesprächs, Herr Hofschröer, Sie haben so viele Aufgaben zu bewältigen und so viel auch spannende Themen schon beschrieben. Haben Sie da noch Zeit für private Aktivitäten, für einen Ausgleich? Haben Sie Hobbys, denen Sie nachgehen? Ja, ich habe Hobbys, aber meine Kollegen vom TV Jahn werden jetzt sicherlich schmunzeln. Ich versuche gerne nochmal da Tennis zu spielen, aber ich schaffe es im Moment nicht so wirklich, dabei zu sein. Und ja, im Moment ist die zeitliche Inanspruchnahme, ich nenne es mal so, ziemlich groß, ja. Aber auf der anderen Seite macht es auch unfassbar viel Spaß. Und wenn man mit Freude bei den Themen dabei ist, ist es für mich auch ein Teil des Ausgleiches. Aber absolut richtig. Ich versuche natürlich nebenbei, mich sportlich zu betätigen und damit auch den Ausgleich zu finden. Neben einer wirklich tollen Familie, die mich da auch dann unterstützt. Und wir haben ja gerade Familienzuwachs bekommen, kann ich ja verraten in dieser Runde. Wir haben einen kleinen Hund und der macht es uns als Familie total leicht, dann auch in den Entspannungsmodus zu wechseln. Wenn gleich morgens früh um 5 Uhr Gassi gehen, ist nicht immer ganz einfach, aber wir machen das als Familie sehr, sehr gern. Insofern gibt es da auch den Ausgleich. Ja, unser Entscheider-Talk neigt sich dem Ende, Herr Hofschröer. Wir haben das Thema Wirtschaft noch nicht so tief behandelt, deswegen gern eine Fortsetzung unseres Talks hier in Wolfsburg. Darauf freuen wir uns schon jetzt. Auf jeden Fall Dankeschön für Ihr Kommen. Das war die Premiere für Sie und uns natürlich für den gemeinsamen Talk hier bei TV 38 in Wolfsburg. Alles Gute für Sie und Ihre Teams im Dezernat und bei der WMG. Vielen Dank. Und Ihnen an den Bildschirm vielen Dank fürs Einschalten und Dabeisein. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen demnächst hier bei uns bei TV 38 im Fernsehprogramm oder auch gerne bei uns vor Ort in der Sendezentrale oder auch in unserem Studio in Salzgitter. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie. Machen Sie mit, Ihr Bürgersender TV 38.